Herzlich willkommen zurück beim Part 4 zu Let's Play Far Cry Primal. Servus! Natürlich auch mit dem Shadow Racer und mit mir, Fax Mysterious. Und wir sind jetzt hier stehen geblieben. Wir haben letztes Mal so eine Befreiung gestartet mit der Eule zusammen und mit einem Bogen. Haben leider aber einen Dorfbewohner, kann man so nennen, keine Ahnung, einen Dorfbewohner verloren, würde ich mal sagen. Ja. Naja, das geht. Das lief ein bisschen schief, aber. Ich suche mal diese Wichser mal. Taschen ist voll, kannst du irgendwie die Tasche lernen oder so? Ich verstehe das nicht. Die Beutetasche, da ganz rechts, da Beutetasche. Kannst du bestimmt hier irgendwas machen dann, wenn du in einem Dorf bist oder so. Sie bestimmt ablegen oder essen oder sowas. Wahrscheinlich schon, ja. Im Far Cry 3 war das so, dass du damit deine Taschen erweitern konntest, mit Pfeile zum Beispiel. Jetzt kann ich ja 16 Pfeile nur tragen und ich verstehe es noch nicht ganz. Dann muss auf Handwerk gehen, damit du was Neues bauen kannst. Handwerk? Upgrade. Das fehlt mir hier noch, ich muss das hier finden erstmal. Guck mal beim Bogen, ob du da noch... Ich muss das hier erstmal... Südstein und Südsteinstaub brauchst. Ja. Federn. Federn kriegst du wahrscheinlich, wenn du Vögel abschießt. Ja, genau. Ich würde sagen, du ziehst mal auf den Vogel. Ich habe eine neue Fähigkeit. Primitive Heilung. Achso, das hatten wir schon beim letzten Mal. Heilen im Sprint, das klingt doch geil. Ja, wollte ich auch gerade lernen. Ich habe nochmal einen Fähigkeitspunkt, okay. So, jetzt kann man nichts mehr machen irgendwie. Okay. Aber ich raff's noch nicht so ganz, wo mein Dorf ist. Es kommt vielleicht noch. Wenn du hast ja noch die erste Hütte noch gar nicht, kann es sein? Der erste Typ hast du ja noch gar nicht. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht kommt die dann erst. Lass mal hier mal weitermachen, storymäßig. Genau, das würde ich auch sagen. Wahrscheinlich hört ihr mich auch die ganze Zeit schlecht, weil ich so leise hier hinten rede. Red mal lauter, Mensch! Schrei rum, Digga! 200 Meter. 700 Meter. Geil. Aber es ist Tag, nicht so wie Nacht. Nicht so wie Nacht. Gut gedeutscht. Leute, passt auf, gell? Hier mit den Flüssen. Da könnten Krokodile drin sein. Immer aufpassen. Ich würde mal sagen, man schaut immer nach links und rechts, gell? Du hast gerade nur nach links geklotzt. Heißt, der Frax, der wäre jetzt draufgegangen, weil rechts bestimmt eins gekommen wäre, aber er war wahrscheinlich, hat gerade nur reines Glück gehabt, dass er mal nach, also mal Glück hatte, sag ich mal. Ich dachte, da kommt ein Tier, aber es ist ein Wasserfall. Wahara-Klippen. Ort entdeckt. Guck mal hier, versuch mal hier irgendwas. Das sieht doch auch wieder so aus, wie so ein leeres Dorf. Da kann man wieder klettern. In solchen Dörfern oder in den Orten gibt es nur hier diese Dinger da immer. Das Problem ist jetzt, Leute, wir müssen außen rumlaufen, weil da oben ist ein Berg. Und da unten ist ein Typ von dir. Und da hinten ist ein Schild. Ne, Schiefer. Feuerstein, ist auch gut. Du musst noch Vögel abschießen. Du musst den Vogel wortwörtlich abschießen. Was sind hier Vögel? Da oben. Ja, wie soll ich denn abschießen? Anfänger. Gegner. Jetzt weiß ich, wie man Vogel abschießt. Komm her, du Wichser, Alter. Über dir ist er, über dir. Und die Sperren werfen in sein Face. Bam, 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 bam. Ausgewichen. Wa! Dodge! Dodge, so ein. Da hat einer zu viele andere Games gezockt, würde ich sagen. Weil er dodged. Zu viel Dark Souls und zu viel Bloodborne gezockt. Da ist Dodge. Alter, du rennst an dem Typ vorbei. Dodge. Na, bist du Quo oder was? Vermisste Dorfbewohner, minus 1 Bevölkerung. Oh. Was habe ich jetzt gemacht? Vielleicht können die Dorfbewohner töten. Da hinten war. Da unten ist einer. Outmap. So viel zu dem Thema.
dass die leicht sind. Es gab übrigens 10 XP. Ach, übrigens, XP heißt ja Erfahrungspunkte auf Deutsch, gell? Ja. Das habt ihr alle sicherlich nicht gewusst. Ganz bestimmt nicht, Paul. Fakt des Jahrhunderts. Oh mein Gott. Ich geh mich schon begraben. Da ist ein Dorf. Ja. Wer wüsste denn? Voll der krasse Typ, Alter. Hast du den Oberkörper gesehen? Alter, da stehen die Frauen drauf. Lol. Du musst links hoch. Ja, ich weiß. Rechts kommst du nicht hoch. Da ist wieder so ein komischer Beutel auf dem Weg. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ziel. Es sind nur noch 400 Meter. Also, hat jemand gesehen oder was? Für den rechten. Wichser. Schalalalalala. Sorry, dass wir gerade so wenig reden, aber ich konzentriere mich gerade. Ach du heilige Mutter Maria. Was ist das? Ein Mammut! Ja, da passiert ja nichts. Ich kenne lieber die Gegner. Headshot! Hey Leute, hast du mit dem Schuss in die Brust gesehen? Hä, was ist bei denen? Da ist die Falle. Glauben das anscheinend. Das Morgen macht ja glaube ich gar nichts. Ein friedliches Tag. Servus. Was geht? Ey Alfred, renn doch nicht weg, Mensch! Alfred! Sag mal! Ey Alfred! Ich weiß schon, wie du die Folge nennen kannst. Alfred! Smalltalk mit Alfred. Ey, Alfred, Mann. Ich will mit dir reden ein bisschen. Weißt du, könntest du den zähmen, wäre doch richtig geil. Da könntest du auf Alfred glaub, vielleicht reiten, Alter. Das wäre. Man kann, ich glaube, Mammuts zähmen, aber sehr, sehr spät im Spiel. Lass Alfred und seine Kumpeline Gustaline rum. Chill. Das ist Alfred. Und das da hinten ist Gustaline. Das da hinten ist Gustav. Gustaline! Warum Gustaline, Mensch? Das ist eindeutig eine Frau! Wir haben viel zu kurzen Schlüssel. Servus, was geht, Alter? Sag mal, ich mag dich nicht! Bin ich so hässlich oder was? Ach, Mensch. Was erübrigt dich von selber? Jeha, Kopfschuss. Was ist denn das? Ein Wolf. Verpiss dich. Gib mir Kopfschuss. Ich habe nur noch 8 Hartholz, ich muss aufpassen. Du Schießer, komm her, Mensch. Du und ich ganz allein, ohne deine Mutter. Und dein Vater. Und ohne dein Bruder. Alter, der hat ja schon ziemlich viel Leben, ey. Scheiße, Alter. Okay, ich nehm alles zurück! Ich nehm alles! Oh Gott, tap tap! Ah, gut, schnell drücke. Boah, Finisher. Ne. Lauf das Ding doch dem voll ins Face und BAM! Ja. Oh, du bist abgeworfen übrigens, gell? Ja, ich weiß. Alter, Leute, die gehen ab, ey. Wo ist denn der Typ, der dich beworfen hat? Da unten ist einer. Nicht meiner. Sicher? Ja, siehst du auf der Karte. Das ist das Spiel. Das ist auch deiner. Da hinten sind die Gegner. Hey Leute, das war doch Skill, Alter. Fast da, gell? Ja, 100 Meter nur noch. Wir haben es bald gerafft. Gerafft wollte ich schon bald sagen. Geschafft. Geschafft, hier zu Adalbert zu kommen. Er heißt bestimmt anders, aber ich nenne ihn jetzt Adalbert. Ja.
Bestienmeister. Neue Mission, Leute. Ja, deine Heule sind auf einmal markiert, das wissen wir alles. Du kannst die Fähigkeiten, das wissen wir auch. Was hier ist unsere Aufgabe? Heule einsetzen. Wir sagen andere sollte. Das ist ein geiler Fall. Achso, ja, stimmt. Das ist echt cool mit der Eule da. Das ist so eine Sicht, die in Assassin's Creed immer in den Trailern vorkommt. Kennst du das? Ja. Das ist immer die Sicht aus dem Adler. Aber so siehst du das nie. Ach, das Scheiße, hier liegen immer Wölfe. Wo sind da Leitwölfe? Guck mal, die schlachten die ganzen Viecher ab. Hast du das gesehen? Die ganzen geilen Wölfe. Paul steht voll auf Wölfe. Ja, ja. Also in unsere Zocker-WG kommt später mal ein Husky. Ohne Scheiß jetzt, Alter, wir kriegen ihn. Der kriegt sogar seinen eigenen Channel, Leute. Der heißt dann Shadow. Wah, in deinen Kopf, Digga. Oh, Skillet. Wo hier muss er benutze Fleisch und Köder herzustellen. Alles. Ah, jetzt kannst du Köder. Munition voll. Jetzt kannst du hier irgendwie ködern. Folge im Blutsprint, den Voice Hill. Ah, das wird immer nacheinander freigeschalten, Leute, was ich hier jetzt so erstellen kann. Das finde ich gut. Langsam wird es auch mal Zeit. Gehen wir einfach mal dahin. Shit, Alter, muss ich jetzt ernsthaft außen rumlaufen? Ne, da hoch kann ich. Ich kann da hoch, Justin schafft das. Ich schaff alles. Ah, shit, ne, doch nicht. Okay, außen rum. Mega, außen rum. Ich bin enttäuscht. So enttäuscht an dem Spiel. Anfänger. Anfänger. Mal, wie kann man da hoch jetzt, Alter? Langsam wird's echt. Das Missionsgebiet wird verlassen. Ja, ich bin hier gerade. Muss ich jetzt wirklich von da hinten hochlaufen? Ernsthaft? Machen wir mal einen Legerblick ein, dass wir eine Spur verpassen. Aber bestimmt wieder Achtung. Gebiet wird verlassen. Ach ne, du hast gepackt. Warnung, Missionsgebiet wird verlassen. Das ist da unten. Hä? Ah, da hinten. Ich bin halt falsch gelaufen. Läuft, Leute, oder? So ein Dorftrottel, Alter. Mach's besser. Ich zock das Spiel nicht. Mach's besser. Du lachst mich nachher bestimmt bei Assassin's Creed aus, Alter. Du hast das ganze Game schon durchgesucht, die Tasche. Und ich hab das ja nur für YouTube angeschaut. Wildschwein! For the ring! Komm her, Digga. Da rennen die Viecher weg. Greift doch immer einen an, gell? Ja, im echten Leben hauen die dich kurz und lang, so ein Eber, also Wölfe sind nahe. Okay, klar, ist lieber. Ah, da ist Abfall. Nicht gut, da liegt's. Folge der Blutspur, halte der Teil gedrückt. Da unten war doch was. Das ist die Blutspur. Ah, jetzt haben wir's gehabt. Da hinten. Bestien ködern und zähmen. Jetzt können wir Bestien zähmen, Paul. Stelle Köder im Waffenrad her. Halte L1 gedrückt und markiere den Köder. Ich muss mich beeilen. 14 Minuten. Wirf Köder mit R1 aus, um Bestien anzulocken. Nähere dich dem Tier langsam, während es frisst. Und halte Viereck gedrückt, um die Bestie zu zähmen. Drücke das, um deine gezähmten Bestien anzusehen. Jetzt machen wir einen Cut, weil das ist gerade das Beste, was man machen kann. Genau, weil er merkt er nicht. Ha! So, jetzt. So, jetzt geht's weiter. So. Jetzt darfst du den Köder auswerfen, glaube ich. Ja, und jetzt? Ich glaube, ich erstmal aktivieren. Ich kann die Bestie jetzt, diese Bestie jetzt sehen. Muss glaube ich noch näher hin. Genau.
Drücke R1, um einen Köhler zu werfen. Du sollst R1 drücken. Ja, mach du. Nein. Nein. Ich will, dass du. Ja, genau, perfekt. 10 und 4. Yeah! Uns könnte ein Wolf. Zum Bestienmenü hinzugefügt. Du kannst jetzt mit Klick nach rechts kannst du da anschauen. Bestienkontrolle. Du kannst deine Bestie auf ein Ziel hetzen oder zu einem bestimmten Ort gehen. Das lassen Ziele mit L2 und. Lassen. Ja. Ziele mit L2 und drücke R1, um einen Befehl zu erteilen. Wenn deine Bestie verwundet wird, geh an sie heran und halte Viereck gedrückt, um sie mit Fleisch zu heilen. Wenn deine Bestie stirbt, kannst du sie im Bestienmenü wiederbeleben oder eine weitere Bestie zähmen. Okay. So. Streicheln. Oh, das ist süß. Das ist echt geil gemacht, finde ich. Man kann jetzt auf den Tieren auch reiten, ne? Okay, auf den Wolf nicht. Ich glaube, der kriegt ein. Ey, jetzt ist er bei mir, geil. Ich höre die U-Dame. In der Nähe drückt, also drücke eine Bestie. Ey, Kumpel, komm mit. Du musst, glaube ich, L2 drücken und dann dahin. Hast du ihn gerade schon wieder zu fressen gegeben? Nee, ich habe nur Fleisch hergestellt. Ach so. Da rennt er nämlich schon wieder hinterher. Leute, ich würde sagen, wir nennen den unseren Weißwolf Shadow. Wie fehlt dem Weißwolf, um die U-Dam zu. Halte L2 gedrückt und R1, halte gedrückt, um die Bestie zurückzurufen. Okay. Ich werfe eine Keule. Leute. For the win, ey. Boah, guck dir das an, der Apfel. Ja, perfekt, Wolf. Alles sehr brutal. Bestienkill. So, sehr gut, mein Digga. Bestienmenü. Drücke das um Steuerkreuz nach rechts, um das Bestienmenü zu öffnen und alle zähmbare Tiere einzusehen. In diesem Menü kannst du Tiere zu dir rufen oder einen derzeitigen Begleiter wegschicken. Einige Bestienmeisterfähigkeiten erlauben es dir, neue Bestien zu zähmen. Okay. Jetzt muss ich einblenden, wenn eine Trophäe kommt. Tennessee hat sich deinem Dorf angeschlossen. Sehr geil. Eigentlich raffst du nur den Schnellreise! Da! Leuchtfeuer oder Feuer. Du kannst außerdem in dein Dorf schnell reisen. Das hatten wir schon, glaube ich. Au! Lass es mal offen, dann könnt ihr es durchlesen. Wir können auch einfach Pause drücken. Was ist denn Pause? Ja, die können einfach Pause beim YouTube. Ja, meine ich ja. Dann können sie sich's anschauen. Bringe ich die Heilung. Das verstehe ich nicht. Kann man nicht mehr aufhören? Nein, du hast keins freigeschaltet. Du hast aber deine Bestienfähigkeit. Mach mal dein Bestienmenü. Nicht das, dein Bestienmenü. Das sind alle zählbare primitive Heilungen. Guck mal, dann kannst du die sogar die leveln. Was kannst du noch zählen? Du hast jetzt einen Weißwolf. Mehr habe ich noch nicht. Tempo, Schleichen, guck mal, siehst du die Stärke, geh mal nach rechts, wir wissen, was Stärke ist. Was habe ich jetzt geworfen? Keine Ahnung. Also, kannst du das Tier da oben angucken, so rüberklicken, nach links klicken, nach rechts klicken? Wahrscheinlich muss ich es näher wegschicken und dann. Ah, jetzt. Ah, mit dem Analog, das ist ein bisschen behindert, die Steuerung. Säbelzahntiger, die kannst du nicht verfügbar. Höhlenbär, Alter, den will ich. Dachs. Jaguar. Ja, Wolf. Leopard. Wolf. Jetzt 10 bei den Oros. Das kann ich wahrscheinlich erst 80. Später. Nein, da steht doch, kannst du jetzt 10, du musst ja nur einen Oros suchen. Da, wo kein Schloss dran ist, kannst du 10. Ja, das meine ich ja. So ein Säbelzahntiger kann ich nicht zähmen. Ach, warum auch? Wieso kannst du nur keinen Säbelzahntiger zähmen? Das wäre cool, gell? Minimal OP wahrscheinlich. Wollen wir ihn wegschicken? Komm, wir schicken ihn weg. Ja, warum wegschicken? Lass uns stirbt vielleicht. Ach was? Okay.
Gehen wir da hin. Du hast gerade gesehen, was das Ding für ein Viech ist, Alter. Ja, jetzt kannst du ja die angreifen dazu. Oh, mach ihn kalt. Wie war das nochmal? Welche Steuerung? L1? Ja, L1 und dann R1. L2 halten und R1 drücken. What the fuck? L2 und R1. Von hinten, Alter, was ein Drecksding, ja. T-Bag. Oh Mann, Junge. So. Ey, ich will dich streicheln. Komm her jetzt. Der hält sich nicht selber, der frisst einfach. Sind die? So, jetzt machen wir das nächste. Warte, da ist nichts mehr. Ah, warte mal, da ist ein unbekannter Ort noch. Vielleicht gibt es ja was in dem. Ah, ich raff's immer noch nicht so mit dem Dorf, was ich damit machen kann und wie ich das der genau. Der Ort ist da doch so schon. Ey, du hast das gerade in den Ort oben. Hier oben ist der Ort. Und ist der in der drin? Ich glaube, der ist drinnen. Aber mal. Hä, lol, woher wusstest du das? Ja, Holz brennt doch, oder? Also das ist halt echt nur logisch gedacht, ich ja. Will verarschen. Ja. Krasse Scheiß. Geht aber trotzdem nicht. Schade. Was haben wir dagegen? Das machen wir jetzt ganze Zeit lang, Leute. Spaß. Alter. Das ist eine Eule. Kommst du denn da? Cool. Das nehmen wir als Hintergrund auf der PS4. Das wäre auch geil, wenn du Screenshots endlich mal als Hintergrund nehmen könntest. Das wäre richtig geil. Props an Sony, warum habt ihr das nicht eingeführt, du Vollposten? Da unten ist die nächste Mission, du kannst die Schnellreise hinmachen, guck mal. Dahinter ist doch das Schnellreise. Ja, ich weiß. Was heißt denn? Dein Dorf, da ist doch. War das Dorf, oder? Da stand dein Dorf. Echt? Ich hab's gefunden! Herzlichen Glückwunsch. Yes! Dorf Award. Paul? Ja? Halt's noch. Dein Dorf sieht echt stylisch aus. Das ist so richtig voll, würde ich sagen. Richtiger Luxus, dein Dorf. Baut noch an ihre Hütte. Erbaue dein Dorf. Dein Dorf ist ein Zufluchtsort für Venture, für bessere Hütten, um Fähigkeiten, Waffen und mehr freizuschalten. Perfekt. Suche Hüten. Leute, ich glaube, ich gehe gleich mit eine selbe schlagen. Suche Hütten! Nicht Hüten. Hütten. Rohstoffe überall in Oros. Drücke Touchpad. Und durchstöbere die Dorf- und ach, halt's Maul, Alter, lass die einfach selber lesen. Für weitere Informationen. Ich will es aber selber. Ey, wisst ihr was? Wenn du genügend Rohstoffe gesammelt hast, kehre in das Dorf zurück und suche nach Hütten, die sich verbessern lassen. Ba, 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 bam. So schnell geht es. So, Leute. Perfekt, Paul. Fast ein Minute. Danke. Fast. Aber so. Wie bauen wir jetzt Hütten, hä? Upgrade, da kannst du, sag mal, du brauchst Hirschhaut. Du musst jetzt einen Hirsch drücken. So, Hirschhaut. Geh mal zur nächsten Hütte, vielleicht kannst du da auch was bauen. Was ist denn da hinten? Das ist blockiert auf deiner Map. Auf deiner Map. Paul. Halt's Maul. Genau. So. Oh.
Autsch. Was machst du eigentlich gerade? Ich will mit dir reden, Digga. Aber etwas fehlt. Es wird Nacht. Du kannst jetzt eine Hütte bauen, glaube ich. Da, verbessern. Perfekt. Leute, wir bauen eine Hütte. Ich krieg die Prinzenrolle nicht auf. Wo den Teller aber? Ach, was, hier hast du so? Wo den Teller? Hol dir einen Teller, ich schwör's dir, letzte Mal. Ah, jetzt haben wir neue Missionen. Sehr gut. Neue Dorfbewohner 2, nur weil die Hütte gebaut ist. Also cool, dass man hier Hütten bauen kann, finde ich echt geil. Fehlende Zutaten. Geil, ich hätte es Rohstoffe genannt, oder Baustoffe, und da stehen einfach fehlende Zutaten. Jetzt müssen wir wieder zu Dirk. Du brauchst einen Hirschmann. Ja, genau, das will ich aber machen, aber bevor ich zu einem Hirsch gehe, gehe ich zu Dirk Tuss noch da hin. Zu der Seiler heißt die, glaube ich. Achso, man muss das. Okay. Okay, dann ist so mal ein Hirsch. Rothund? Nein, da ist kein Hirsch. Wo Hirsch ist da oben? Braunbär? Nö. Der ist auch noch von da oben. Siehst du? Ranzoom ist er. Gemünde. Wildschwein. Rothund. Haben wir vorhin mal Hirsche gesehen? Wolf. Oder sehen wir jetzt nur die Tiere, die bei Nacht da sind? Braunbär. Ja, Mann, Höhlenlöwe. Da gehe ich jetzt hin gleich. Ja, Leute, was soll denn das jetzt? Er hat noch gerade Hirsche hier auf dem. Wahrscheinlich, weil es Nacht ist. Mhm, denke ich auch. Weil stand da vorhin irgendwas mit Tier abhängig von der Zeit, weißt du? Ja. Scheiße, die Folge ist auch schon wieder rum. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt einen Cut, oder? Hm. Vor allem, was bei der ist hier rote. Aber hier der Außenposten ist. Gegnerland, ja. Ist das eigentlich alles von der Map oder kannst du da nach rechts auch noch irgendwann? Es geht so bis dahin. Was? Bis da hoch, so rüber, so runter. Krasser Scheiß. Also bist jetzt da, dein Dorf ist der Rand und bist da runter. Okay, Leute. Leute, wir machen jetzt einen Cut, weil ich habe überhaupt keinen Plan, wie es jetzt weitergeht gerade. Außerdem haben wir das Dorf endlich gefunden. Dank Shadow. Ja, er ist echt ein Held. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Und liken, abonnieren, kommentieren. Und Facebook-Seite liken, genau. Kommentieren die Facebook. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und ich sage ciao. Und Paul, du hast das letzte Wort. Adios, amigos, und ciao.